Danke für die Aufmerksamkeit. Also. Ja, bitte. Wie bei was bitte? Ja, das ist wieder der Trugschluss. In den selektiven Aufnahmemmern ist ja kein Serotonin drin. Das heißt, es wird also im Hirn synthetisiert und deshalb also könnten also die Düngerlinge sozusagen gegessen werden ohne Wirkung, die wirken nicht und es würde auch nichts machen mit den selektiven Aufnahmehämmern. Was natürlich bei Mao-Hämmern anders sein könnte. Ja, da sind ja Amine, da soll man ja auch kein Käse essen, jedenfalls diese früheren, die nicht mehr im Handel sind. Aber an sich geht diese Konzentration bis 1% Serotonin in den Trockenpilzen. Das ist schon beachtlich, aber es kommt nicht oben an. Es wird im Darm zersetzt. Kommt nicht hoch. Es gab doch mal die Witze, das war wahrscheinlich ein Hippie-Gag, dass in den 60er Jahren gesagt wurde, raucht alle Bananenschalen, da ist Serotonin drin. Ja. Das war zwar vor meiner Zeit und ich war ja auch nicht im Westen, aber es gab sowas und die haben wirklich alle kratzte Hälse bekommen und die wirkte das nicht. Weil da drin auch Serotonin ist, aber heute finden Sie in der Boulevardpresse immer noch, esst Bananen, da kriegt er gute Laune. Das ist das Serotonin, aber das kommt ja gar nicht da oben, das müssen wir schon selber bilden. Oder mit einem Antidepressivum, dass die Konzentration sich erhöht. Aber es kommt, man kann einen Gramm Serotonin essen oder einen Gramm DMT, die wirken beide nicht oral, ja, wenn da kein Zutaten war. Also es klappt, es kommt nicht bis hoch. Ja. Es ist auch nicht so, dass es jetzt nicht durch die Blut-Hirn-Schranke durchgeht, sondern das wird schon vorher zersetzt, das kommt gar nicht dort an. Es gibt also keinen Blutspiegel von Serotonin, wenn man diese Düngerlinge zum Beispiel isst, das wäre also wie Speisepilz, aber die schmecken auch nicht. Das steht dann als bedeutungslos in der Literatur. Das ist immer so ein schöner Begriff von früher, auch der spitzkirchliche Kalkopf war bedeutungslos. Ja, das hat die Mykolore nicht interessiert und die von Speisepilzen nicht. Ja. Noch weitere Fragen? Aber man muss das wirklich trennen, was ist an Serotonin irgendwo drin und was kommt irgendwo an? Und Serotonin zersetzt sich völlig. Hatten Sie davon noch was? Nee, Sie sprachen nicht. Nee, das klang so. Also bitte. Ohne. Hm? Ab welcher Temperatur werden denn Psilocybin und so weiter gänzlich versetzt, wenn man jetzt bei der Trocknung? Ab welcher Temperatur? Ja, das kommt eben darauf an. Also ist da nur Psilocybin drin, wie in der spitzkirchlichen Kalkopf, macht also 50 Grad und wahrscheinlich 60 Grad auch noch nichts. Aber selbst wenn also die Psilocin-haltigen, das geht ja schon los, wenn das gedrückt wird. Da wird das ja schon blau. Das ist alles schon Zersetzung. Ja? Und groteskerweise geht aber beim Trocknen die blaue Farbe auch wieder weg. Da braucht man sich aber nicht einzubilden, dass das Psilocin wiederkommt, sondern dass die blaue Farbe ist also auch noch zersetzlich und das oxidiert dann weiter. Also im Prinzip schon bei Raumtemperatur ist Psilocin instabil und die Rate auch das Zerschneiden der Pilze, das ist ja so, dass dann also auch die Zellwände getrennt werden und dass also dann auch der Luftsauerstoff und die Enzyme reagieren können. Ja. Also das ist wirklich instabil. Und gerade bei Cubensis und bei dem Düngerling ist wirklich, da haben wir schon Pilze gefunden, die enthielten nur Psilocin. Was hat man dann so rausbekommen, indem die ganzen Pilze gefriergetrocknet wurden? Wie es in der Lebensmitteltechnologie üblich ist. Das heißt, die wurden eingefroren und dann hat ein Vakuum den Wasserdampf rausgezogen. Da hält sich dann, wenn Vakuum hält sich das Psilocin ein bisschen, wenn man das dann gleich analysiert, chemisch, dann geht das, im Methanol gelöst. Aber wenn so ein gefriergetrocknetes Präparat aufgehoben wird, dann zersetzt sich das noch schneller, weil das so porös ist, dass praktisch die Luft überrankommen kann. Und also mit Sicherheit, wenn Psilocybe cubensis im Herbarium aufgehoben wird, da ist noch einiger Zeit dann überhaupt kein Wirkstoff mehr drin. Nee, das ist wieder umgedreht. Wenn der Fliegenpilz getrocknet wird,
entsteht aus dem urtümlichen Stoff ein wirksameres. Das heißt, die Epotensäure ist eine Aminosäure. Das ist auch ein Ring, ich habe die Formel jetzt nicht da. Und da ist eine COOH-Gruppe dran, das heißt noch eine Säuregruppe. Und die zersetzt sich dann unter Kohlendioxidabspaltung beim Trocknen und das Muscimol ist tatsächlich wirksamer. Aber groteskerweise hat man, wo man also Epotensäure und Muscimol im Versuch auch am Menschen erprobt hat, da gab es zwar bestimmte Symptome, aber es war nicht identisch mit dem, was sonst beim Fliegenpilz berichtet worden sind. Also das Fliegenpilzrätsel ist auch noch nicht hundertprozentig gelöst, aber Psilocin ist nicht drin, auf alle Fälle nicht. Ja. Also das ist eigentlich dann ein bisschen hanfähnlich vergleichbar, dass eben die COOH-Gruppe sich zersetzen kann und das THC entsteht. Und hier ist es eben bei Muscimol, auch wenn die Strukturen ganz anders sind in der Hitze. Ja. Das ist also ist dann also schon ähnlich. Weitere Fragen? Zurzeit mache ich eigentlich Weiterbildungen und feldmykologische Forschung, arbeite allerdings auch mit der Universität Göttingen noch zusammen, die Apparate haben. Ja, also erst mit der Universität Göttingen, wir müssen sich vorstellen, also ich habe den seinerzeit den Extrakt 1989 gegeben und dann bin ich auch mal da gewesen und es ist erst im Jahr 2005 möglich gewesen, das Eroginazin zu isolieren, weil die Apparatetechnik besser geworden ist. Vorher hat es auch nicht geklappt und das war eigentlich interessant, also heute wird ja viel automatisch gemacht, man muss natürlich auch noch chromatografisch sehen, wo was ist. Also in der Weise kann ich auch weiter forschen und ich habe eben die Apparate zurzeit so nicht. Ja, kann sich mal wieder ändern, weiß ich nicht. Ja. Gut, ja. Ach so, noch eins, ich lese hier noch ein paar Prospekte von einem neuen Buch von mir hin. Wenn, das sind also Verlage, die sind nicht hier. Hier ist auch noch ein artfremdes Buch. Ich habe nämlich, vielleicht interessiert jemand den Flyer, ich habe also nicht bloß über die Stoffe, die in Explosion hervorrufen, sondern ich habe auch noch ein Explosivstoffbuch, Kulturgeschichte geschrieben. Vielleicht interessiert es auch jemand hier. Ich lege die mal her und dann auch noch Psychedelika historisch betrachtet. Da sind noch 6 Patente von mir drin aus DDR-Zeiten, wo ich die ganzen Psilocybe noch mal höchst offiziell als Wirtschaftspatent zusammenfassen kann. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.